Gefangenen überlässt. Bewegt euch! Priester, der aussieht wie der Geistliche. Zeit zu beten. Gut. Hier geht's. Oh Mann, ich verlaufe mich hier ständig. Wo geht's denn jetzt? Ja, war doch richtig. Gut, dann bin ich jetzt nach langer Zeit auch mal wieder ewiges Feuer. Im haarigen Bären. Mein Herz. So, ein bisschen ist noch bis hin, aber. Ja, da stehen wieder die ganzen Schurken vorne dran. Was dabei? Naja, so. Was für eine Gasthaus zum haarigen Bären. Schön. Hoffe mal, dass ich hier jetzt Wodka finde. Ach, der Spieler. Der gute Alte. So. Schankwirt. Dann schauen wir mal. Wow. Der hat aber viel zu verkaufen. Sehr viel zu verkaufen. Habe ich vielleicht nicht sogar schon Wodka dabei. Bier. Unbekannter Tarn. Oh, den unbekannten Tarn könnte ich ihm auch geben. Waldkauz. Nee. Das ist aber was anderes. Coolblut. Tafelwasser. Hier, also. Geht gar nicht. Was ist das? Ziegenmilch. Auch mit. Mahakama-Met, okay. Ah, Roggenwodka, da habe ich doch schon Wodka. Ja, ich kaufe trotzdem mal noch einen anderen. Vielleicht. Hier muss doch irgendeiner noch was haben. Coleman, lebt er auch noch? Ja, der hat nur Fistech. Aber man kann ja trotzdem mal mit ihm reden. Reden wir über die Salamander. Still, Hexer, ich kann nicht. Aber... Oh, eben nicht. So, wo ist die Kellnerin? Vielleicht kann die was verkaufen. Und da hinten ist er. Meine Nase juckt. Ist hier jetzt noch irgendjemand, der verkauft? Nee. Gut. Habt ihr... Aha. Bärenfett ist nicht, ist auch nicht... Das ist auch nix. Hier, den hab ich doch schon. Hier, der Roggenwodka. So ein Tatenfusel. Aha, okay. Apfelsaft. Nee, das hier ist alles nix. Okay, dann der Roggenwodka ist der einzige, den ich finde. Ich kauf mal noch eine Flasche. Falls der Typ vielleicht irgendwie zwei will, keine Ahnung. Gut, und dann wird jetzt noch einmal gespielt. Mit dem Spieler. Ich halte alle die Risiken. Ja, ja, ja. So. Setzen wir mal hoch an hier. Mal gucken, ob ich auch was gewinne. Hab ja sowieso genug Orange. Und das ist schon mal gleich, naja. Nicht so schlecht. Könnte ein Full House draus werden. Ich erhöhe nochmal. Ganz klar. Und versuche jetzt hier ein Full House rauszuholen. Und es ist noch kein Full House. Ja, ich glaube, es sind ja auch immer nur zwei Würfe. Und der hat nur ein paar. Damit habe ich gewonnen. Gut. Zweites Spiel. Ja, zwei, drei habe ich mal. Er hat zwei, drei Vierer sogar. Oder waren es keine 3-4er? Ah ne, waren nur 2-4er. Habe ich mich versehen. Nicht so schlimm. Hilf ich nochmal. Vielleicht kriege ich ja noch einen 3er. Oh, 2-6er, auch gut. Mal gucken, was er jetzt macht. Ja, jetzt hat er sein Dings wieder aufgelöst. Ja. Würde mal sagen, das Ding habe ich gewonnen. Sehr schön. Gut, dann geht's jetzt zu dem Dingensbums. Wie heißt er? Zu dem Totengräber, genau. Und gleichzeitig auch noch zu der Alten, die da vorne dran steht. Vor dem Friedhofstor. Weil der ihre Quest habe ich ja jetzt abgeschlossen. Habe ja ihren Mann da ja von seinem Leiden erlöst als Geist. So.
Dann bekomme ich jetzt also 200 Orans und hoffentlich von dem Typ, von dem Totengräber das, was ich will. Aber hier ist der Hund, der fast gestorben wäre. So ein doofes Spiel. Und da hieße Hildegard Zollstock. Gut. Spricht leid. Ja, ja, bla bla. Ich habe mich um euren Mann gekümmert. Habt ihr einen Beweis? Von einem Beweis habt ihr nichts gesagt. Ich will mein Gold. Ihr nehmt einer Witwe das letzte bisschen. Seid leise. Habt ihr keine Angst, dass man euch im Beisein eines Hexers sieht? Hol euch der Teufel. Nehmt euer Gold und schert euch fort. Ja, ja. So. Gebe ich dem jetzt mal... hier... eine Flasche. Ah, es geht doch nichts über einen guten Tropfen. Was den Gefangenen angeht... Wohin soll der Leichnam gebracht werden? Ins Krankenhaus. Bis zum Abend ist er dort. Lebt wohl. Sehr gut. Noch zwei Gräben. So. Jetzt muss ich aber ins Krankenhaus. Und dann wird der Gefangene dort... Bewegt euch! ...untersucht. Jetzt muss ich nur gucken. Ich muss mir sparen. Moment. Ah, okay, ja. Ich wollte sowieso jetzt ins Krankenhaus, da ist gerade die richtige Quest aktiviert. Weil hier müsste jetzt eigentlich Shani sein und dann kann ich auch gerade bei der mit bis Mitternacht ruhen. Beziehungsweise schlafen. Jo. Dann gucke ich jetzt mal, was dabei rauskommt bei der Anatomie des Gefangenen. Hoffentlich ist Shani jetzt auch hier. Oh. Nee, ist sie nicht. Zumindest sehe ich sie nicht. Ist das der Gefangene? Ach, das ist der Gefangene schon. Oder? Doch, das ist ja schon der Gefangene. Kann ich bei er hier... Wie? Nee. Lebt wo? Bei der kann ich nicht übernachten. Hier... Das ist auch nicht. Oh Mann, wieso ist die jetzt nicht im Krankenhaus, die Shani? Da muss ich erstmal gucken, bei wem ich hier übernachten kann. Ja, was heißt übernachten? Bei dem ich eben nicht übernachten, sondern eigentlich übertragen kann, sag ich mal. Keine Ahnung, weil ich muss ja bis abends schlafen, also übernachte ich ja nicht. Egal, eigentlich. Ich suche jetzt irgendjemanden, bei dem ich bis nachts schlafen kann. Bei wem könnte ich denn da hin? Wo ist meine Katze? Vivaldi, bei dem geht das mal. Wie weit ist denn das weg? Boah, ziemlich weit. Siegfrieds Posten. Hier zu Siegfried könnte ich doch mal nochmal gehen. Alter Haudegen, ja. Zu dem gehe ich jetzt mal wieder.